Moin aus Oldenburg, herzlich willkommen bei Camper Kaufen TV. Wir haben heute ein sehr seltenes Reisemobil, ein Pössl Roady Vario. Sie können mal bei mobile.de schauen, ob Sie ein weiteres Fahrzeug finden. Ich habe keins gefunden. 5,45 Meter Länge. Und was das Surfbrett damit zu tun hat, erzähle ich Ihnen jetzt. Wir haben hier ein ideales Freizeitmobil. Wir haben hier ein Surfbrett zum Beispiel mit 2,45 Meter Länge. Das können Sie hinten in die Garage in den Kofferraum reinpacken, sodass es gut verstaut ist. Ein erster Überblick über den Grundriss des Roady Vario. Auf 5,45 Meter Länge haben wir hier vorne Platz für 4 Personen. Darüber befindet sich ein Hubbett. Oben das Dachfenster ist elektrisch betätigbar. Die gesamte Fahrzeughöhe ist 3,12 Meter, von daher auch eine sehr geräumige Innenraumhöhe, bietet mit viel Stauraum. Dann haben wir hinter der Sitzgruppe einmal den Kühlschrank, auf der gegenüberliegenden Seite die Küche und zwischen den Stockbetten im Heck befindet sich hier das Bad, auf der anderen Seite die Toilette. Und wenn man hier unten das Brett rausnimmt, haben wir hier oben noch den Duschvorhang, um das zum Duschen abzutrennen. Die aktuellen Besitzer haben allerdings so gut wie nie in dem Fahrzeug geduscht. Baujahr 2012, zweite Hand. Die Besitzer fahren das Fahrzeug jetzt seit 2014, wurde nie gewerblich genutzt, hat den kräftigen 3 Liter Dieselmotor mit 158 PS, 6-Gang Schaltgetriebe, auch schon Euro 5, ABS, ESP, Tempomat, Klimaanlage, all die wichtigen Sachen sind drin. Verbaut ist ein Radio mit Rückfahrkamera, auch das hat man drin. Und für die Campingausstattung ist natürlich eine 3 Meter Markise dabei. Man hat Platz für 2x11 Kilo Gasflaschen mit Duo-Control. Eine kräftige Trumaheizung ist dabei, ein beheizter Abwassertank und das Fahrzeug ist 8-fach bereift, sowohl Sommerreifen als auch Winterreifen. Laufleistung hat das Fahrzeug 67.500 Kilometer aktuell, wird auch noch bewegt, ist ab sofort verfügbar. Und damit Sie die Katze nicht im Sack kaufen und eine gewisse Sicherheit haben, ist TÜV neu, Gasprüfung neu, Dichtigkeitskontrolle wurde gemacht und auch die aktuelle Wartung wurde jetzt im Juli durchgeführt. So, dann schauen wir uns mal den Pössl Roady Vario an. 5,45 Meter Länge. Zunächst einmal der Außenzustand. Beginnen wir mit dem Außenspiegel. Hier minimale Berührung. Hier ein Kratzer, aber das Fahrzeug ist 10 Jahre alt. Dann haben wir hier einen kleinen Steinschlag, was ihr sehen kann. Beifahrerspiegel. Minimale Spuren. Frontstoßstange. Hier. Ganz minimal. Also, wenn man das Fahrzeug so sieht, wirklich eigentlich top gepflegt. Beifahrerseite. Schwellerbereich. Keinerlei Beschädigung. Hinten am Heck. Was auffällt, ist hier oben. Von den Fahrrädern an der Tür, unter der Rückfahrkamera. Ein Wohnmobil lebt halt. Aber ansonsten guckt man noch die Fahrerseite an. Hier sehen wir noch einmal etwas über dem Radhaus. Ist aber auch nur Oberfläche. Abgrundierung ist drauf. Und das gleiche hier in dem Bereich. Schauen wir kurz, werfen einen Blick auf die Reifen. Hier sind Sommerreifen drauf, noch ordentliches Profil und mit im Lieferumfang ist auch ein Satz Winterreifen. Basis ist der Citroën Jumper. Hier haben wir die 3 Liter Dieselmotorisierung, kräftige 158 PS, 6-Gang Schaltgetriebe, schon Euro 5. Aktuelle Wartung wurde gerade im Juli gemacht, genauso wie TÜV und Gasprüfung. Neu. Kommen wir zum Heckbereich
oben ein Dachfenster, Rückfahrkamera. Dann haben wir hier den Zweifach-Fahrradträger an der Tür befestigt. Schauen wir einmal hinein. So, hier sieht man das untere Doppelbett, Etagenbett. Es wurde etwas höher positioniert, damit man an die Toilettenkassette ohne Probleme rankommen kann. Und zwar, die Toilette ist bei dem Fahrzeug hier versteckt. Genauso, wo wir links die Heizung haben, haben wir rechts die Toilette zum Entleeren. Ansonsten jede Menge Stauraum. Wassertank befindet sich mittig im Fahrzeug, da kommen wir gleich zu. Markisenkurbel hat hier ihren Platz. Ansonsten kann man beide Betten herausnehmen, sodass man hier die Möglichkeit hat, das zeigen wir gleich auch nochmal, einen richtig großen Stauraum hinten zu bauen. Also das Heck ist äußerst flexibel zu nutzen. So, wir haben uns einmal die Mühe gemacht, die beiden Betten rauszubauen. Das war eine Sache von unter 5 Minuten. Und wie man sieht, das Surfbrett hat eine Länge von 2,45 Meter und es passt bequem, sauber, verstaut in das Fahrzeug rein. Somit eine ideale Möglichkeit für Wassersportler, ihr Equipment dort unterzubringen. So, kommen wir zum Innenraum. Starten wir einmal mit dem Boden. Verlegt ist ein, selbst verlegt wurde ein strapazierfähiger Teppichboden. Darunter der damals übliche Boden. Beginnen wir mit der Sitzgruppe und dem beliebig schwenkbaren und erweiterbaren Tisch. Wir gehen mal über die Oberfläche. Sehr gepflegt. Auch hier keinerlei Spuren von irgendwelchen Kratzern. Wie man sowieso sagen kann, dass der Innenraum für das Alter sehr gut ausschaut. Die Polster wurden von den Besitzern selber dann noch mit Schonbezügen überzogen, sodass die noch einen sehr guten Zustand haben. Wenn man hier mal schaut, farblich. Auch ein sehr angenehmes Material. Und auch die Sitzbank, ja, extrem gepflegt. Allein hier unten bei der Tasche, da sieht man hier zwei kleine Verschmutzungen. Die Vorhänge wurden individuell angepasst, die Originalvorhänge sind aber auch noch vorhanden. Platz ist wirklich in der kleinsten Hütte, extrem viel Stauraum. Das schauen wir uns gleich mal noch an und gehen als nächstes über zur Küche. Auch hier die Oberfläche, sehr gepflegt. Ein paar Kratzer nur hier in der Glasfläche vom Herd, das bleibt nicht aus. Und selbst das Kochfeld, kann man sagen, für ein Alter von 10 Jahren sieht noch absolut top aus. Zum Zünden mit Feuerzeug zu verwenden, keine Piezo-Zündung. Auch in der Küche ist hier die technische Überwachung. Hier haben wir einmal Temperatur, Batteriezustand, Fahrzeugbatterien, Aufbaubatterie, Füllgehalt des Frischwassertankes, hier unten drunter Bedienelement der Heizung, beheizten Abwassertank und hier unten haben wir noch 12 Volt und 220 Volt Steckdosen. Hier sehen Sie Klett, das ist dafür da, man hatte bei diesem Fahrzeug noch keine Fliegengittertür. Das funktioniert deshalb nicht, weil die Küche zu weit nach außen steht. Aber es gibt ein Fliegengitter, was man hier einhängen kann und hier oben, so dass man auch diese Tür gegen Fliegen, gegen Insekten abtrennen kann. Das Fliegengitter ist hinten in dem Kofferraum. Kommen wir zu den Staumöglichkeiten in der Küche. Hier einmal ein sehr geschickt klappbares Rondell, wo man richtig viel Platz hat zum Stauen und wo man hier auch nicht Gefahr läuft, sich irgendwelche Beulen zu holen. Schön abgerundet.
Dann haben wir hier einen Apothekenschrank. Nebenan der Besteckkasten, Besteckschublade. Darunter ein weiteres Fach per Klappe. Hier mit Spülschüssel drin. Und was man sieht, es ist wirklich sehr gut, sehr massiv verarbeitet. Anders als in so manchem modernen Fahrzeug. Hier haben wir zwei Ablagemöglichkeiten. Hier noch die Möglichkeit, ein Handtuch hinzuhängen. Gucken wir eine Ebene höher. Jede Menge Stauraum. Und selbst auf der Höhe ist noch nicht Schluss. Darüber haben wir hier nochmal Ablagebereich. Und wir hier haben hier oben noch einen weiteren Schrank. Gleich auf der anderen Seite. Gewürzregal. Ablage über dem Kühlschrank. Auch hier nochmal zwei geräumige Schränke, wo man auch richtig Tiefe drin hat. Und darüber eine weitere Ablage. Kommen wir zum Kühlschrank. Ein Kompressorkühlschrank. Mit dem Gefrierfach. Und weiteren Elementen in dem Kühlschrank. Auch sehr gepflegt. Darunter, unterm Kühlschrank, noch ein weiteres, eine weitere Schublade. Hier in diesem Fall von Töpfen genutzt. So. Geht richtig gut weit auf. So, nächste Klappe haben wir jetzt unter der Bank. Da befindet sich allerdings der vorhin erwähnte Frischwassertank. Das heißt, der ist nicht in der Heckgarage, sondern zentral im Fahrzeug gut erreichbar eingebaut. Auch rechts davon gibt es hier noch einen Bereich, wo man zum Beispiel wie hier eine Tasche hineinstellen kann. Kommen wir zur Dusche. Die Duschwanne befindet sich direkt vor Toilette und Waschbecken. Und abgetrennt wird hier mit einem Vorhang, der einmal reihum läuft. Und zum Lüften hat man oben noch ein Dachfenster. Das Bad ist zu beiden Seiten abtrennbar. Ganz bequem per Schiebetür. Auf der Beifahrerseite haben wir einen Spiegelschrank. Einfach kurz andrücken. Und darunter das Waschbecken, was auch noch in einem sehr guten Zustand ist. Hier haben wir Lichtschalter und eine weitere Steckdose. 12 Volt. Und darunter befindet sich die Gasflaschen, 2x 11 Kilo mit einer Duo-Control. Auf der gegenüberliegenden Seite entweder ein Sitzplatz. Darunter eine Standardtoilette und die Entsorgung erfolgt hinten über die Garage, über den Auszug, wie im Video zu sehen. Über der Toilette haben wir einen weiteren Schrank. Nochmal ein Kleiderschrank mit Fächern, wo auch nochmal jede Menge Stauraum ist. Für Kleidung, Handtücher und ähnliche. So, der hintere Bereich verfügt über Doppelstockbetten. Das untere mit einer Leseleuchte und den zwei Fenstern zum Öffnen, beziehungsweise natürlich ein bisschen eingeschränkt zum Öffnen wegen dem Fahrradträger. Und darüber obere Bett noch einmal mit eigenem Fenster. Beide Betten lassen sich herausnehmen, zeigen wir gleich. Und man kann dieses auch sehr gut als großen, flexibel nutzbaren Stauraum verwenden. Ob man ein Bett rausbaut, zwei Betten rausbaut, hier oben Stauraum hat
oder hohe Gegenstände wie Surfbretter einbaut, hinten. Alles ist bei dem Fahrzeug möglich. Kommen wir nun zum Hauptbett. Das ist hier oben jetzt heruntergeklappt. Ein großes Bett im GFK-Dach zu beiden Seiten mit Fenster. Hier verwendet mit einem zusätzlichen Topper. Und die Leiter verwendet man zum Reinsteigen. Das Schöne ist auch, was man gleich sieht, man hat unten trotzdem komplette Sitzhöhe, anders als zum Beispiel beim Teilintegrierten, wo man unter dem Bett nicht sitzen kann. Und hinterher einfach nach oben klappen mit diesen Gasdruckstoßfedern. Und bei Nichtbenutzung einfach nach oben klappen. Wichtiger Hinweis noch, es wird immer ein bisschen gepimpt bei den Fahrzeugen von den Besitzern, weil hier ein Topper drauf ist und der zu viel Gewicht hier auf das Bett hätte, wird hier noch so ein kleiner Holzbalken dazwischen gepackt, was dann das Bett noch einmal vom Runterfallen fixiert. Das wäre nicht notwendig, wenn man den Topper nicht hätte. Aber wie ich finde, eine sehr praktische und sehr einfach zu bedienende Geschichte. Eine Fernbedienung hat der Campervan auch noch. Nicht für den Fernseher, nicht fürs Radio, sondern für das Dachfenster ganz oben, damit man dieses bequem öffnen kann. Kommen wir zum Schluss noch zum Innenraum des Pössl. Basis ist ein Citroën. Nahezu im Inneren technisch baugleich mit Fiat und Peugeot. Wie man es im Vergleich zu den aktuellen Fiats hat, er auch schon die bequemen Sitze, die sich vorne und hinten bequem in der Neigung verstellen lassen. Gepolsterte Armlehnen sind dabei. Der Spiegel unten mit Totwinkel, bequem. Einstellbar, elektrisch, elektrische Fensterheber. Auch ansonsten ähnelt die Bedienung modern Fiat Ducatos. Man hat eine 6-Gang Schaltgetriebe, man hat die Klimaanlage, man hat hier drunter die Zentralverriegelung, ASR, ABS, ESP, alles dabei. Unterschied ist, bei den neuen Modellen hat man hier unten ein Getränkefach, hier hat man ein zusätzliches Handschuhfach mit drin. Weiteres Handschuhfach ist dort und selbstverständlich hier oben. Und dieses Klemmbrett gibt es dann natürlich auch. Wenn man selber sich was Gutes gönnen möchte, hier ist ein ganz normales CD-Radio drin von früher. Wenn Sie so ca. 500 Euro ausgeben, können Sie da auch Navi-System doppelt die nachrüsten. Also die Möglichkeiten bestehen, auch hier in diesem Bereich das Fahrzeug abzupimpen. Ansonsten hat man hier einen separaten Monitor für die Rückfahrkamera, wie das früher üblich war. Tempomat hat das Fahrzeug auch. Und ja, ansonsten schauen wir noch auf den Kilometerstand. 67.423 Kilometer wird aktuell auch noch gefahren. Ein paar Kilometer kommen noch hinzu. Wie schon erwähnt, Wartung, TÜV, Gasprüfung sind neu. Verdunklungs-PCs sind auch dabei. Einmal dieses hier, was man hier oben einhängt, zeigen wir im Foto, und die Plissés auch vorne an der Seitentür. Zum Fazit. Bis auf die kleinen leichten Gebrauchsspuren auf der Fahrerseite und hinten an der Hecktür von den Fahrrädern steht das Fahrzeug wirklich sehr gut da. Der Innenraum ist sehr gepflegt. Sie haben ein zuverlässiges, kompaktes Fahrzeug und was man flexibel nutzen kann. Bei weiteren Fragen und Interesse am Fahrzeug rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie eine E-Mail. Vielen Dank.